Und Bruno, der würde eh nicht hergehen, ne? Dort werden wir was sehen, das werden wir nicht glauben. Zieh keiner, Bruno. Hallo zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder unterwegs. Wir sind gerade durchs Dorf gelaufen und laufen jetzt zu dem Haus, an dem wir letztens waren. Das ist nämlich das Forsthaus und wollen da mal in die andere Richtung gehen, denn wir haben uns hier mit jemandem im Dorf unterhalten, wo man denn hier noch gut spazieren kann. Und die hat uns gesagt, wir sollen zwei Dörfer weiterlaufen. Dort werden wir was sehen. Das werden wir nicht glauben. Und da gehen wir heute mal gucken, was uns da erwartet. Und da im Moment so viele fragen, ob sie denn noch Leinen bei uns bestellen können, weil wir noch nicht so richtig ausgepackt haben und auch mit der Sanierung und Renovierung so viel zu tun haben, Bruno. Ja, natürlich könnt ihr bestellen. Ich habe mittlerweile auch alles Material zusammengesammelt. Zwei Leinen sind von hier aus auch schon unterwegs. Deswegen, ja, natürlich könnt ihr bestellen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns damit ein bisschen unterstützt. Ich habe mir heute die 2 Meter lange Leine Crossbody hier gehangen. Das läuft sich echt mega entspannt. Weil wir ja auch noch nicht genau wissen, wie weit jetzt wirklich der Weg ist. Und dann kann Bruno nicht immer so weit vorrammeln. Weil dann läuft er echt viermal die Strecke, ne? Immer vor, dann kommt er wieder zurück, dann wieder vor, dann kommt er wieder zurück. Und ihr habt euch auch immer gewünscht, dass wir noch an Halsbändern arbeiten. Das habe ich auch schon gemacht. Aber ich bin halt noch nicht so richtig zufrieden damit. Also ein bisschen gedulden müsst ihr euch noch. Klausi trägt aber gerade eins schon Probe. Ja, seit einem halben Jahr. Ne? Ja, seit gut einem halben Jahr testen wir das aus. Ja, hält auch super. Nur ist die Herstellung irgendwie so ein bisschen kompliziert. Und dann würde ein Halsband irgendwie so viel kosten wie eine Leine. Und das will ich eigentlich nicht. Klar, sie zeigt doch mal dein Halsband. Ja, das ist halt ein Zugstopp-Halsband. Ja, ne? Richtig schön. Guck mal. Ja, den Knoten könnte man dann auch verstellen. Ja, top, top. Aber weiß ich noch nicht. Ja. Hier die Stelle ist halt super, ja, super schwierig zum Herstellen und man könnte ja überlegen, ob man da eine komplette, wie heißen die, eine Retrieverleine macht. Retrieverleine draus macht. Ja, wir sind uns irgendwie noch so ein bisschen unschlüssig, aber es soll auf jeden Fall ein Komplettset geben. Ich kann schon verstehen, dass ihr euch das wünscht. Ja, natürlich, dass das aus einem Guss ist. Ja. Aber ich wollte nur sagen, wir arbeiten dran. Es wird kommen. So, die Frage ist jetzt nur, wohin, ne? Da vorne war jetzt das Forsthaus und jetzt gehen wir einfach hier lang, ohne zu gucken, ob es hier überhaupt lang geht. Aber hier war doch ein Schild. Selbst der Klausi kommt. Der Klausi muss auch mal gucken. Ja. Nee, also bei Bruno normaler Rückruf, dass er dann wirklich schnell zurückkommt, geht nur mit Action und dafür ist dieses Handzeichen und dann fliegt ein Leckerli. Und seitdem kommt er echt in einem Affen-Karacho angerannt. Also so wie man es will. Bruno, zu mir! Hopp, 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 hopp. Super! Und dann am besten hier noch mal eins abholen, dass er nicht gleich wieder nach vorne losprescht. Bruno! Upsi! Klausi! Bruno! Ah! Sitz machen! Klausi kann manche Sachen auch nicht, hat er auch verlernt. Okay! Und bei Bruno mache ich ja den doppelten Rückruf. Kann ich euch auch sehr empfehlen, falls ihr das noch nicht kennt, euch da nochmal ein bisschen schlau zu machen. Das ist eben das Hopp, 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 was ich hinter das zu mir, also das, den Kommen-Ruf, sage, bis Bruno bei mir ist. Und das hilft eben, dass Bruno dann wirklich auch direkt zu mir kommt und sich nicht rechts und links ablenken lässt. Und wegen Jagen mit Bruno hat er wirklich noch nie gemacht. Das Einzige, was er mal gemacht hat, ist 3 Meter einem Vogel hinterher gelaufen. Oh ja, so kann das gern bleiben. Deswegen genießt er hier auch ein paar mehr Freiheiten als Klausi. Naja, aber heute ist er echt wieder so ein Rammler. Aber das hat sich früh morgens schon abgezeichnet. An manchen Tagen steckt irgendwie doch immer noch der Wurm drin. Was haben wir jetzt da? 30 Meter. Aber zumindest bleibt er mal stehen und guckt, um dann einfach weiter zu rennen. Nö, wir warten. Da habe ich keinen Bock. Hier und wegen, ob ich den dann rufe oder so. Pff, ich rufe da gar nicht.
Das Einzige, was ihr auf jeden Fall noch machen könnt, ist euch umzudrehen und echt wegzurennen. Und da kommt er ja schon. Und ja, natürlich machen wir das nicht, wenn da vorne andere Hunde, Menschen, Kinder oder sonst irgendwas ist oder ja, da vorne irgendwas zu fressen sein könnte, weil dann ist das für den Hund natürlich Selbstbestätigung, ne? Dann lohnt es sich ja wegzulaufen. Aber so lohnt sich gar nichts. Hallo. Nee, also am Anfang haben wir noch gerufen, ne? Aber mittlerweile sollte das eigentlich geschnallt haben. Und hat er ja auch. Ja, so. Das sieht ja heute auch an seinem Herzen. Mit seinen Füßchen. Dann fangen die Füßchen an zu wackeln. Ach so. Ja, wenn es kein Bruno-Tag ist. Der ist heute sehr aufgeregt. Ja, auf jeden Fall. Und ich merke es halt mega daran, wenn er wieder anfängt, Leckerlis aus der Hand zu schnappen. Ja, dann wird der Tag interessant. Und heute früh hat er ja vehement eingefordert, ne? Dass wir jetzt hier fälligst loszugehen. Mhm. So, jetzt ist aber Zeit. Nee, deswegen mussten wir da noch eine Stunde rumsitzen, bis er sich echt entspannt und Ruhe gibt. Und dann sind wir erst losgegangen. Und dann sind wir noch eine halbe Stunde durch Dorf. Weil wir mittlerweile schaffen wir nicht mehr unter einer halben Stunde durch Dorf. Nee, aber ich habe ja gesagt, durchs Dorf laufen dauert 5 Minuten. Nee, mittlerweile nicht mehr, weil wir halt immer irgendjemanden treffen. Ja, wir treffen halt immer jemanden. Ja, und wir finden das ja auch gut mittlerweile. Ja, sich so ein bisschen auszutauschen ist schon viel wert. Und wir haben heute unseren direkten Nachbarn getroffen. Ja, genau. Im Dorf oder beim Dorffest. Ja. Ja, das war gut. Und die bieten alle ihre Hilfe an. Also, die sind alle so hilfsbereit. Und jeder erzählt uns, oh, wir freuen uns in unserem Dörfchen. Junge Menschen, obwohl wir auch nicht mehr so jung sind. Ne? Aber im Verhältnis schon. Aber wenn er das vehement so 3-4 Mal hintereinander macht, sich wirklich so weit zu entfernen, dann kommt er auch an die Leine. Das ist mir dann auch zu anstrengend. Wir waren uns ja nicht sicher, ob dieser Weg, wir sind jetzt den doch gerade ausgegangen, wirklich wichtig ist. Aber uns sind gerade 2 Fahrradfahrer entgegengekommen und die haben es uns bestätigt. Korrekto, einfach immer geradeaus und dann seid ihr gleich da. Das Blöde ist nur, dass wir jetzt echt weit runtergelaufen sind. Und der Rückweg heißt alles wieder zurück und hoch. Ja. Ich hab's ja lieber andersrum. Erst hochlaufen und auf dem Rückweg runter. Naja, aber was wird uns nun erwarten? Wir wissen ja auch noch gar nicht, wie weit das nun wirklich ist. Ich habe nur auf der Karte geguckt, da stand eine 3/4 Stunde. Wie lange sind wir jetzt unterwegs, kann man gar nicht sagen, durch die ganzen Pausen, die wir gemacht haben. Ja. Ah ja, mal gucken. Und der Kalbi darf nie trinken. Lecker. Aber Bruno trinkt partout nicht aus Pfützen. Wir sind angekommen. Wir sehen es schon. Ist ja unfassbar. Krass. Mitten im Harz. Wow. Ist ja unfassbar. Wie sind's? Wow. Geräusche sind halt mega. Den Jungs ist das nicht so richtig geheuer, Klausi vor allen Dingen. Und Bruno, der würde eh nicht hergehen, ne? Unseren Weg sehen wir schon, hier ist echt das letzte Mal, dass es runtergeht. Wir müssen uns jetzt hier unten lang schlängeln und dann über diesen Berg rüber. Und dann sind wir zu Hause. Ja. Na, das wird ja lustig. Alle schon ein bisschen erschöpft. Der Klausi hoch. Ach, der hat sich hingesetzt. Ja. Als ob. Also Bruno hilft mir gerade beim Anstieg. Hab mir jetzt die Leine um die Hüfte geschnallt. Und dann machen wir ein bisschen Carnicross. Echt krass, hilft wirklich viel. Zieh, kleiner Bruno. Haben wir, glaube ich, die Hälfte geschafft. Jetzt sind es noch 1,5 Kilometer bergauf. Aber wir freuen uns und wir gehen dann erstmal aufs Schützenfest hier bei uns im Dörfchen. Ich habe übrigens gefragt,
Unser Dorf hat unter 100 Einwohner. Und heute haben wir noch drei andere kennengelernt, die hier wohnen. Ach, die sind alle so süß. Und dann gucken wir mal, wen wir beim Kaffeetisch dort noch treffen. Und wir mussten uns heute von unserem Nachbarn 10 Euro leihen. Hier sind nirgends, ja klar, Geldautomaten oder so. Und wir haben es letztens in der Stadt wirklich verpasst. Und hier kann man halt nur überall bar bezahlen, ne, auf so einem Fest. Naja, dann bringe ich nächste Woche unserem Nachbarn 10 Euro wieder vorbei und vielleicht ein Blümchen oder so als Dankeschön. Nee, dafür ist es echt cool, so eine Dorfgemeinschaft zu haben. Ich glaube, wenn uns hier mal die Butter ausgeht, ist das auch kein Problem. Ach, weiter, den hatten wir doch vorhin schon, den Stock. Und die zwei haben auch schon hier den Nachhause-Modus angestellt. Straight on. Nach Hause wackeln. Oh, guck mal, da kommt noch ein Berg. Der nächste Berg. Oh. Ja klar, wie der nächste. Der letzte. So, oben angekommen. Wir hören die Festdox-Musik schon aus dem Hintergrund. Das wird nach uns gerufen. Ja. Kuchen, Kuchen! Da ich mir auch nicht so sicher war, was wir da eigentlich gefunden haben, also Bisons oder Wisente, ich habe am Anfang auch gedacht, das sind Bisons. Und was da eigentlich der Unterschied ist, habe ich das Ganze nochmal gegoogelt. Und Bisons scheinen wohl hauptsächlich auf der Nordhalbkugel Amerikas vorzukommen und sind ein bisschen stämmiger und haben nicht so lange Beine. Und Wisente sind vor allen Dingen in Europa angesiedelt und haben längere Beine und sind ein bisschen schmächtiger. Die beiden Arten können sich aber untereinander kreuzen und deswegen, so habe ich das zumindest gelesen, sagen Experten, dass man da keine Unterscheidung groß vornehmen kann, wird aber üblicherweise so gemacht. Dort an dem Schild stand aber Wisent. So, das wollte ich noch kurz sagen und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Tschüss!